weil das Wetter draußen bescheiden ist, kannst du nicht Moped fahren, musst du deine Zeit drinnen verbringen, kannst nicht rausgehen, es regnet. Also habe ich mir mal wieder ein schönes Spiel bestellt. Der eine oder andere weiß es ein bisschen, ich liebe Open World Games und nachdem ich Far Cry 5 schön durchgezockt habe, habe es fast platinisiert, mir fehlt hier noch ein bisschen was, weiß ich nicht, ob ich das weitermache, habe ich den Nachfolger davon, Far Cry New Dawn, jetzt auch komplett durchgezogen, spielt im selben Universum und so, hängt zusammen, müsst ihr gesehen haben, Far Cry, die Reihe ist natürlich ein bisschen übertrieben immer, so ein bisschen Ego-Shooter und Open World, ich liebe das, habe ich richtig Bock drauf gehabt und bin auch richtig weit gekommen. Ich habe hier alle Außenposten auf 3 Sterne eingenommen und es ist mittlerweile auch ein bisschen langweilig geworden. Und dann habe ich gedacht, du müsstest dir eigentlich mal wieder ein Spiel kaufen. Du müsstest mal wieder ein Open World Spiel kaufen. Ja, da war ich so ein bisschen auf Amazon unterwegs und habe gedacht, geil, dann bestell doch einfach Cyberpunk 2077. Ja, das Spiel hier ist nicht meins. Ich habe es mir ausgeliehen von meinem lieben Arbeitskollegen. Herzlichen Dank an der Stelle, richtiger Ehrenmann. Ich habe es bestellt bei Amazon für 35 Euro. Sealed, also neu eingeschweißt. Und habe gedacht, geil, da freue ich mich ein bisschen. So, jetzt kam das Spiel nicht und ich habe ein bisschen die Sendungsverfolgung verfolgt. Und dann stand da, konnte nicht zugestellt werden, das Unternehmen hat geschlossen. Absolut bescheuert. Ich weiß nicht, ich habe jetzt gesehen, dass es natürlich, weil es ab 18 ist, ne, musste persönliche Übergabe oder an eine berechtigte Person, die es entgegennehmen darf. Was für ein Quatsch. Ich meine, auf der einen Seite ist es ja richtig, auf der anderen Seite ist es völliger Stuss, weil es ist mein Briefkasten und da kann er das reinschmeißen und dann steht ja auch mein Name auf dem Päckchen. Eigentlich ist es ja nur so ein flaches kleines Päckchen. Naja, wie auch immer. Ich finde es jedenfalls bescheuert. Ich bin hier gerade so ein bisschen am Installieren. Ich habe es natürlich direkt schön eingelegt. Ein bisschen Cyberpunk. Und es war natürlich nicht genügend Speicherplatz auf der Festplatte. Ich habe ein paar Sachen gelöscht, die es jetzt von Play at Home gab. Dinge, die ich eh nicht spiele, die ich mal einfach mal getestet habe. So ein bisschen zum Angucken. Und jetzt habe ich mir gedacht, dann spielst du doch einfach mal. Es soll ja eigentlich, es kommt von einem polnischen Studio, glaube ich, ne? CD Projekt Red, wurde heiß erwartet von den Fans und war so verbuggt, dass es auch Gutschriften gab. Die haben gesagt, ey, schick uns dein Spiel wieder zurück, du kriegst das Geld wieder. Ja, mittlerweile soll es aber fette Updates gegeben haben und das Spiel soll halbwegs stabil laufen, wenn nicht sogar stabil. Ich weiß es jetzt nicht genau, habe mich auch nicht spoilern lassen, aber ich denke, zum Release hat es 70 gekostet. Ich habe jetzt 35 inklusive bezahlt, neu, Day One Edition. Jetzt installiert allerdings das Ding hier. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen was zu tun. Es dauert. Ich denke, wenn es installiert ist, dann hast du auf jeden Fall erstmal Updates. Ne? Updates musst du installieren. Das wird auch noch mal so ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ich glaube nicht dran, dass ich das heute noch spielen kann. Es ist schon ein bisschen später geworden. Habe ich gedacht, komm, machst du das jetzt mal. Aber während das jetzt installiert, kann ich eigentlich noch mal erzählen, was ich so in letzter Zeit so ein bisschen auch gespielt habe, weil es ja eigentlich Scheißwetter war, ne? Ihr wisst Bescheid, worden im Monat Mai und so. Es regnet. Es ist, glaube ich, eigentlich verlängerter April irgendwie, ne? Das ist total eklig. Ja, und während das Ding im Hintergrund einfach noch kurz ein bisschen installiert ist, dauert immer noch, ich kann nicht spielen, wollte ich nur noch mal ganz kurz erzählen, dass ich in letzter Zeit ein bisschen Wii gespielt habe. Ich war ein bisschen sportlich aktiv. Ich habe gedacht, Mensch, du müsstest eigentlich mal was machen und habe My Sims Racing gespielt, was eigentlich auch bescheuert ist. Es ist wie Mario Kart, aber schon irgendwie genauso geil, muss ich sagen. Ja, es ist halt ein Rennspiel. Ein bisschen was für Kinder, aber ich finde, es ist nicht unbedingt einfach. Manche Spiele für Kinder oder ja, jüngere Leute, die sind teilweise echt schwierig, wenn man auf der Jagd ist, immer Erster zu sein und so weiter. Ich habe, weiß nicht, manche Zeiten, ich habe keine Ahnung, wie das ein Kind schaffen will. Mit der Wii-Steuerung sowieso nicht. Ich meine, du kannst den Classic Controller anschließen, aber steuert sich eben Grütze. Ne? Also musst du mit der Wii-Mode spielen und so, weil mit einem normalen Controller ist es eben schwierig. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, am Anfang habe ich gedacht, komm, dann machst du überall Gold, ne? Geht schon klar, kein Problem, kriegst du hin. Kriegst du nicht hin, weil, ne, es ist sackschwer. Ich weiß nicht, wer die Zeiten fahren kann, aber ich bin immer so ein paar Sekunden unten drunter und denke,
boah, ich bin ja die Kurven schon eigentlich schnittig gefahren und so. Ja, während das hier im Hintergrund immer noch installiert, hier steht noch 33 Minuten. Ich bin sehr gespannt. Danach können wir ein paar Updates installieren. Denke ich mal, gucken wir einfach mal, was es gab einfach. Ne? In letzter Zeit, was habe ich gespielt auf der PlayStation? Ich habe ein bisschen digital was gezockt. Warte mal. So, Cyberpunk installiert. Ich habe hier den Car Mechanic Simulator gespielt. Ist ganz geil, aber ich bin so angenervt, weil man ab dem Level 35 erst das Schweißgerät freischaltet, womit man dann Rost entfernt und Karosserien reparieren kann. Ich muss also bis Level 35 spielen, dass ich ein Auto erstmal vernünftig reparieren kann. Ist ein bisschen bescheuert, weiß ich nicht, ob ich das weitermache. Far Cry New Dawn. Es fehlt nicht mehr so ganz so viel, ne? Bis zum Platin-Trophäe sind noch ein paar Kleinigkeiten. Ich glaube, man muss auch noch online ein bisschen was machen. Aber ich weiß nicht, ob ich das unbedingt platinisieren muss, obwohl es eigentlich ganz geil wäre. Es ist ein gutes Spiel, macht auf jeden Fall Spaß. Klar, es ist natürlich ein bisschen abgespaced. Was ist das hier eigentlich? Enter the Gungeon, das gab es jetzt hier im Play at Home. Gab es gratis, ne? Ihr wisst Bescheid. Genauso wie den Astrobot, auch sehr, sehr geil. Muss natürlich VR haben, aber das ist wie ein bisschen wie Mario, das ist bockt auf jeden Fall. Ich hatte mir echt überlegt, ob ich mir das mal hole, aber das sollte dann auch, weiß gar nicht, 45 Euro kosten oder so als Retail. Und deswegen bin ich echt froh, dass es das jetzt eigentlich geschenkt gab von PlayStation. Ratchet & Clank, ich habe es runtergeladen. Auch das gab es umsonst. Ich habe es nicht einmal gespielt. Muss ich mal schauen. GTA, wie gesagt, spiele ich immer noch so ein bisschen hier. Die anderen Dinger, Flatout auch ganz geil, habe ich mir gekauft, habe ich ja schon mal erzählt, für ein paar Kröten. Ansonsten bin ich echter Open-World-Spieler auch, ne, was man so sieht. Ja, es gibt neue Events für GTA. Ich muss mir eigentlich mal mein PSN wieder mal neu machen. Dann könnte man auch wieder ein bisschen online spielen. Noch 29 Minuten. Weiß nicht, was ich so lange noch machen soll. Ich habe echt Bock auf das Spiel. Würde echt gerne spielen. Muss man mal sehen. Ich musste ja auch von Far Cry ein bisschen überzeugt werden, eigentlich anfangs. Aber jetzt finde ich das super. Also Far Cry, holt euch das mal für einen schmalen Taler. Kriegst du auch bei Amazon. Das Far Cry New Dawn kriegst du sogar für 13 Euro aktuell im PlayStation Store. The Witcher 3 habe ich auch gesehen. Gibt es für 6 oder 5 Euro. Kann man sich auch mal holen. Witcher, wer es nicht gesehen hat, die Serie auf Netflix. Mit Geralt von Riva. Kann ich sehr empfehlen. Ist sehr, sehr geil. Ich habe auch gesehen, dass es, oder ihr wisst wahrscheinlich auch selber, dass es demnächst auch ein Hot Wheels Spiel für die PlayStation 4 gibt. Weiß ich noch nicht, ob ich mir das holen soll. Ich habe mir natürlich schon ein bisschen Gameplay angeguckt. Anfangs gab es natürlich nur den Trailer. Es war noch nichts klar zu irgendwelchen Gameplay. Jetzt habe ich es doch gesehen und muss sagen, es weiß nicht. Es sieht schon ganz geil aus, finde ich. Geil wäre es, wenn man irgendwie noch ein DLC kriegt oder so, oder kann auf jeden Fall noch ein paar Autos runterladen, weil ich würde in so einem Spiel nicht unbedingt gerne die Fantasy-Autos nur fahren. Ich meine, der Bone Shaker ist auf einer Seite geil, auf der anderen Seite willst du aber auch mal Porsche fahren oder so. Gut, ist wahrscheinlich eine Frage mit den Lizenzen und so, aber da ist es wahrscheinlich auch genauso wie mit dem Car Mechanic Simulator. Sehr, sehr geiles Spiel, kann man ein bisschen schrauben und so. Kann die Autos verkaufen, man handelt ein bisschen auf Auktionen und auch kann auf den Schrottplatz gehen, holt sich ein Auto da und so und kann das halt komplett aufbauen, virtuell. Ist ganz geil. Dazu gibt es aber auch DLCs, wie zum Beispiel Pontiac, Mercedes, dies, das, jenes, Porsche sogar auch, glaube ich. Und jedes DLC kostet einfach 5 Euro. Dann kriegst du eine Handvoll Autos, wenn überhaupt, 3-4 Stück. Und weiß ich nicht. Nicht, dass man das so mit dem Hot Wheels Spiel auch macht. Ich finde das, weiß ich nicht. Ich glaube, ich finde es ja selber blöd, Geld für virtuelle Gegenstände auszugeben. Obwohl ich das auch schon mal andersrum gemacht habe. Ich hab ja mal erzählt, ich habe ein Online-Rollenspiel gezockt. 21 Minuten. Und habe mal ein Schwert verkauft. Auf eBay. Ja, habe ich auch per Sofortkaufen 50 Euro bekommen für einen virtuellen Gegenstand. Irgendwas, was es überhaupt nicht gibt. Ich habe lange gebraucht, bis ich das Schwert bekommen habe in dem Spiel. Spiele ich aber überhaupt nicht mehr. So habe ich die 50 Euro, ist ja auch geil. Ne? Ja, kann man sich mal ein richtiges Spiel von kaufen zum Beispiel.
oder so, mein Cyberpunk. Es sind noch 13 Minuten und ich muss mir einfach jetzt mal was zu trinken holen. Habe ich was Geiles besorgt. Ich weiß nicht, ob du sowas in der Richtung noch kennst. Das ist aus dem Aldi, glaube ich. Solevita Multivitamin in so einem tollen, ja, ich sag mal Trinktütchen. Kennst du noch Capri-Sonne? Hieß das früher? Geil ist auch, es ist typisch immer so. Siehst du das? Wenn ich den Strohhalm reinmache, kleckert das. Weiß nicht, ob ich wahrscheinlich zu blöd bin. Kann natürlich sein. Früher hieß das Capri-Sonne. Gut, das ist jetzt ein Dritthersteller. Ne? Schmeckt aber auch geil. Jetzt heißt das Capri-Sun. Ne? Ist ja bescheuert. Man hat gesagt, weil, naja, damit es international ist, ist immer noch ein bisschen ein Aufreger für mich. Können wir ja während die 13 Minuten hier noch laufen. 12. Können wir darüber mal quatschen, ganz kurz. Capri-Sun. Das heißt doch nicht, ich hole mir mal eine Capri-Sun. Oder in der Schule, meine Mutter hat mir mal eine schöne Capri-Sun hier in meinen Rucksack gemacht. Das ist doch hohl. Ich weiß nicht, ich bin ja dafür, dass man Kindern auch weiterhin beibringt, das Ding heißt Capri-Sonne. Es sind noch ein paar Minuten zu installieren und ich habe hier, manche wissen das, ich habe hier einen kleinen flauschigen Teppich. Da liegt unser Hund ab und zu mal drauf. Ne? Er chillt hier so ein bisschen, legt sich hier hin und unser Hund hat auch Spielsachen, unter anderem diese kleine rote Maus hier. Ist ja eigentlich auch ganz geil. Spielt er ab und zu auch mit. Es ist nur fies, wenn du hier abends sitzt, hast ein bisschen LED-Beleuchtung an und so. Es ist natürlich dunkel wegen der Atmosphäre und so. Und dieses Ding liegt einfach mitten im Raum und du ahnst nichts und willst irgendwie zum Lichtschalter rennen oder ein anderes Spiel einlegen oder so und trittst dann auf das Ding drauf. Da kriegst du so ein Fell, ehrlich. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Früher haben wir die Dinger natürlich auch aufgepustet und sind draufgetreten. Es gab natürlich in der Schule immer einen riesen Knall, war immer so ein bisschen Highlight. Ja, Schule ist toll. Ich bin nach der 5. Klasse gegangen, hat mir nicht so gefallen. Nee, aber jetzt mal, guck mal, hier sind 200 Milliliter drin. Ne? Wo steht denn das? Da so irgendwo. Hier, kann man sehen? Ist doch bescheuert, so viel Müll eigentlich, ich unterstütze das glaube ich auch gar nicht mehr. Weil dann kannst du es auch in der Flasche kaufen, ne? Es ist einfach nur mal der Witz an der Geschichte gewesen. Gut, ich sag mal so, wenn du jetzt auf einer Wanderung bist oder so, dann ist das schon mal ganz geil. Hast du so ein kleines Trinkpäckchen dabei, ist schon ganz cool. Aber trotzdem, der Müll, ne, muss man nicht unbedingt. Habe ich auch kein gutes Gewissen bei. Ich kaufe das nicht mehr. Ja, warten auf den jüngsten Tag sozusagen. Ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du früher irgendwelche Spiele gezockt hast und der Ladebildschirm war so ewig lang. Bei welchen Spielen war das denn so, wo es so ewig lang geladen hat? Kennst du Half-Life noch? Das war eigentlich ganz geil. Ne? Ich habe da heute drüber nachgedacht und habe gedacht, geil, früher hast du Half-Life gern gespielt auf dem PC. Das war irgendwie, hat so einen riesigen Eindruck suggeriert. Ne? Man ist da so in so einem Firmenkomplex und kommt da mit der Bahn an und so und kämpft sich da durch. Die Ladezeiten gingen eigentlich. Hier, glaube ich, bei Tomb Raider und so. Das waren auch immer lange Ladezeiten, meine ich, ne? Tomb Raider, das waren noch Zeiten, weißt du noch? Schön. Tomb Raider 3 auf PlayStation. Geil ist auch immer, man konnte sich immer hier Notizen machen. In dem Heftchen. Hat zwar nie einer gemacht. Oder vielleicht doch, du konntest Cheats ein hier hinschreiben oder sowas, ne? Oder hier bei den Customer-Nummern. Da müsste man... Jetzt sind es noch 4 Minuten, ist natürlich ein bisschen doof. Aber hier sind Telefonnummern, Customer Service Numbers, ne? Für jedes Land. Ne? Und da kann man ja eigentlich mal anrufen. Telefonnummern, Germany. 1,20 Mark pro Minute. Aber ich habe auch noch Spiele, habe ich auch noch auf dem Zettel hier auch. Ne? Auch gerade für die PlayStation 2. GTA 2 wollte ich mal immer wieder schon mal so ein bisschen einlegen. Habe ich mir auch extra rausgenommen, habe gedacht, hier könntest du ja mal in Angriff nehmen. Habe ich auf dem Flohmarkt mal mitgenommen für 2 Euro. Flohmarkt. Ist auch lange her, ne? Ja, 3 Minuten noch. Früher, ich glaube, es haben sich ein paar Sachen geändert. Zum einen Flohmarkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so, gut, wenn alle geimpft sind vielleicht, ne? Aber so eine Sachen wie Hände schütteln oder so, oder... Weißt du noch früher, wenn einer Geburtstag hatte, ne, hat die Torte bekommen, Kerzen drauf, schön ausgepustet und alle anderen haben den Kuchen gegessen. Kannst du dir nicht ausdenken. Eine Ewigkeit später.
So, es geht weiter. Kopieren der Disk ist abgeschlossen. Bitte lege die Wiedergabe-CD ein. Das machen wir doch mal jetzt. Jetzt bin ich da mal sehr gespannt. Computer sagt nein. Ja, doch, ich habe es gerade gesehen. Hier steht zwar starten, ne? Wenn ich aber jetzt nach oben gehe und gehe mal auf Mitteilungen. Guck dir das an. Hier, Cyberpunk, ja. 3 Stunden. Noch 3 Stunden. Bis ich... Nee. In diesem Sinne, ich spiele jetzt noch ein bisschen. Ich weiß nicht, was ich jetzt die nächsten 3 Stunden noch mache. Aber auf jeden Fall nicht auf die PlayStation warten. Ich gehe jetzt, keine Ahnung, einen Spaziergang im Regen oder so. Ich wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende, einen schönen Tag oder so. Macht was draus und hoffe und freue mich natürlich aufs nächste Mal. Bis dann, bleibt sauber. Ciao, ciao.